Welche Bedeutung hat das Fasten? Bismillah, as-salatu was-salamu ala Rasulillah. Die dritte der fünf Säulen des Islam ist das Fasten, as-Sawm im Monat Ramadan. Das Fasten wurde im zweiten Jahr der Hijra, der Auswanderung, zur Pflicht. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Fasten leitet sich aus dem arabischen Verb Sawm ab und bedeutet stillstehen, ruhen und im übertragenen Sinne sich enthalten oder fasten ab, um eine geistige Entwicklung zu gewährleisten. Fasten bedeutet vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang am Abend nicht zu essen, nicht zu trinken und kein Geschlechtsverkehr zu haben. Der allmächtige Allah befiehlt, Astaizu billah, O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch zu fasten, so wie es denen vorgeschrieben worden ist, die vor euch lebten, auf dass ihr fromm werdet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen sei mit ihm, verkündet die folgende Nachricht. Wer mit aufrichtigem Herzen und die Belohnung von Allah erwartend fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Walhamdulillahi rabbil alamin.